Hi, hi, alle zusammen. Hallo, willkommen zum neuen Video. Wie versprochen im letzten Video, Teil 24, Camping, Tipps und Tricks. Du wolltest was sagen wegen der Abonnenten, der neuen? Ja, wir wollten uns recht herzlich bei euch allen bedanken, bei allen Abonnenten und auch die, die uns nicht abonniert haben und trotzdem unsere Videos gucken. Also vielen, vielen herzlichen Dank euch. Naja, es sind ja ein paar dazugekommen. Ja, es sind ein paar dazugekommen. Und jetzt geht's schon los. Ja. Wie schon angesprochen, Teil 24, Camping-Tipps und Tricks. Wir sind sogar das Original. Wir haben damit angefangen. Es gibt schon 24 Teile auf unserem Kanal. Mhm. Heute kommt das Thema Strom. Camping und der Stromverbrauch. Oder auch Stromfresser oder nicht. Naja, ich sag's mal so. Es gibt ja Campingplätze. Da habt ihr einen Pauschalpreis für Strom, da spielt das keine Rolle. Aber viele Campingplätze rechnen auch nach Kilowattstunden ab und da kann das schon einiges kosten. Fangen wir mal an mit den Konverterkühlschränken, die eigentlich in jedem Wohnwagen und Wohnmobil verbaut sind. Im Durchschnitt 2,4 kW in 24 Stunden. Ich habe mal bei unserem Kleinen geschaut, wir haben nur einen kleinen, keinen hohen. Jahresverbrauch 354 kW Strom und das ist heftig. Beim Strompreis zwischen 70 Cent und 1 Euro auf der Campingplätze kann da schon ganz schön was zusammenkommen. Mhm. Da ist es wirklich wie zum Beispiel bei Dauercamper, da rentiert es sich natürlich, einen normalen Haushaltskühlschrank sich zu holen. Ja. Die haben im Durchschnitt 170 kW Verbrauch. Und ihr könnt ein bisschen mehr einfrieren. Einfrieren? Ja. Wenn ihr länger da seid, könnt ihr ein bisschen mehr einfrieren. Eiswürfel für Kai Pirinha. Das auch. Und eben Vorratshaltung. Richtig. Weil das normale Eisfach in dem normalen Wohnwagen, Camping-Kühlschrank, das ist halt ein bisschen kläu, gell? Ja. Genauso zu den Konverterkühlschränken. Wenn ihr die auf Gas laufen lasst, sind sie absolut effektiver und verbrauchen ein Drittel weniger Gas, beziehungsweise was es Strom kosten würde. Mhm. So, weiter geht's. Derjenige von euch, der in seinem Campingfahrzeug eine Warmwassertherme hat, sollte auch ein bisschen aufpassen. Durchschnittsverbrauch 350 Watt in der Stunde. Mhm. Gut, danach, das ist der Maximalverbrauch. Danach geht es natürlich runter. Das Wasser bleibt ja warm, wird ja bloß noch weiter erhitzt. Dann kühlt es wieder ab. Du brauchst ja aber auch Warmwasser, Schatzi. Aber ihr solltet euch selber mal Gedanken machen über den Stromverbrauch. Das ist nämlich mittlerweile, geht es ganz schön ins Geld. Ihr wisst ja, überall, alles wird teurer. Ja. Natürlich der Strom überall. Natürlich müssen die Campingplätze nachziehen. Oder auch die Wohnmobilstellplätze mit den Strompreisen, die müssen sie ja irgendwie umlegen. Ja, irgendwie muss es ja alles sich auch rechnen. Gerne könnt ihr uns anschreiben. Schreibt uns eure Tipps und Erfahrungen, ob das überhaupt relevant ist für euch. Wie gesagt, es gilt natürlich nur für die, wo pro Kilowattstunde bezahlen müssen. Da kann man vieles sparen. Warum? Es ist euer Geld, das ihr ausgibt. Bis zum nächsten Video. Nein, ich sage es erstmal so, das war ein kleines Video. Im nächsten Video geht es natürlich auch wieder weiter. Das kommt dann auch in Kürze. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Und weg.